Happy Halloween allseits. Ja, ihr habt lange nichts von mir gehört und deswegen dachte ich, ich nutze mal die Gunst der zurückgewonnenen Stunde, denn wir haben jetzt ja wieder Winterzeit. Ich liebe es nicht, weil es da ja, ja nachmittags, muss man ja sagen, noch eine Stunde eher dunkel wird. Aber es ist, wie es ist. Und deswegen habe ich gedacht, ich nutze die Stunde, die Gunst der Stunde und mache mal ein kleines, kurzes Update-Video. Und ja, ich war heute in Hamburg oder gestern bei meiner lieben Freundin Carmen, die hat ihren Geburtstag gefeiert. Und es gab eine ganz schöne Feier. Es wurde zusammen gekocht, beziehungsweise Andy und ich haben nicht mitgekocht, weil wir in guter alter Tradition etwas später auf der Feier erschienen. Das ist eigentlich jedes Jahr so. Und ja, durften aber trotzdem mitessen, glücklicherweise. Es gab ein ganz wundervolles veganes Menü. Und ich zeige euch ein paar Bilder davon. Es gab Kürbissuppe und es gab Salat und es gab Polenta mit Pilzen und selbstgemachte Süßkartoffelpommes. Und zum Nachtisch gab es Apfel- und Heidelbeer-Crumble. Sehr lecker alles. Und ja, normal feiert Carmen jedes Jahr. Und sie hatte jetzt wegen Corona, ich glaube, 2 Jahre live ausgesetzt. Also es gab dann eine kleine Online-Feier, aber das ist ja natürlich nicht dasselbe. Und dieses Jahr dann endlich wieder live und dann sind wir natürlich hingefahren. Und ich habe die Gelegenheit genutzt, ja, ich zeige euch gleich mal ein Foto, dieses Halloween-Kleid anzuziehen. Ich habe ein ganz süßes Halloween-Kürbis-Pusheen-Kleid und das hängt schon eine Weile im Schrank. Und man hat ja kaum noch Gelegenheit, irgendwie auszugehen, also ich zumindest. Und die meiste Zeit laufe ich in Sportklamotten rum, weil ich ja auch so viel Sport mache. Und es war eine, ja, gute Gelegenheit, also es war keine Halloween-Party, aber ich habe es trotzdem angezogen. Ich habe mir auch, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, so eine Art, ich habe versucht, so eine Art Kürbis auf meinem Kopf nachzuempfinden. Ich wollte hier eigentlich noch so eine Spinne ran machen, aber ich habe keine gefunden. Und ja, da es eh keine richtige Halloween-Party war, ist es ja auch nicht so wichtig. Die Fotos die Fotos, die Schuhe auf dem Foto, was man sieht, sind tatsächlich auch Puschinschuhe. Ja, also insofern alles sehr passend. Das war schön. Das ist ja doch schön, wenn man sich mal so ein bisschen wieder aufbrezeln kann. Und ja, es war halt also einfach nett, mal rauszukommen. Es klingt, als wenn ich hier eingesperrt bin. Aber tatsächlich habe ich die letzten Wochen gar nicht so wahnsinnig viel gemacht. Deswegen gab es auch keine Videos eigentlich, weil es gar nicht so viel zu berichten gibt, gab und gibt. Ich mache nach wie vor sehr viel Sport. Ich habe ja mit Tennis wieder angefangen und spiele jetzt in der Halle auch im Winter und spiele tatsächlich 2 bis 3 Mal die Woche, weil es einfach mir wahnsinnigen Spaß macht und ich wieder total drauf bin. Und es jetzt auch wieder alles besser wird, also die Technik besser wird und zurückkommt und meine Vorhand ist wieder da und mein Aufschlag ist wieder da und es macht ja irrsinnigen Spaß und man hat für die 1,5, 2 Stunden, die man spielt, auch einfach den Kopf leer, was fantastisch ist. Dann habe ich jetzt auch wieder angefangen, mehr zu laufen, habe jetzt so ein bisschen für mich so einen neuen Trainingsplan. Also habe ja gelesen, dass man langsam laufen macht schnell, das versuche ich. Also das Ziel ist, dass man praktisch bei diesen Trainingsläufen gar nicht über, ich glaube, nur bis 65% oder so seine maximal Beats per Minute, also kommt. Und das kommt einem furchtbar langsam vor am Anfang. Aber ja, ich ziehe das jetzt so seit ein paar Wochen durch und habe das Gefühl, das hat tatsächlich einen Effekt. Also ich bin jetzt beim letzten Mal, habe ich so Intervallläufe gemacht und bin dann auch schneller gelaufen und hatte das Gefühl, dass ich also gar nicht so schnell außer Atem komme und vor allen Dingen danach total schnell mein Puls wieder runtergeht, was natürlich cool ist. Mal gespannt, wie sich das so entwickelt. Lauf meistens jetzt immer nur 5 Kilometer, um auch mein Knie und meinen Fuß und so nicht zu sehr zu belasten,
weil durch das Tennis ist das natürlich jetzt gerade in der Halle, es ist noch etwas gelenkbelastender. Tennis ist eh ein gelenkbelastender Sport, aber draußen auf Sand kann man ja so ein bisschen immer rutschen und so. Und in der Halle ist es doch nochmal ein anderer Schnack. Genau. Und mache meinen anderen Kram, mache ich natürlich trotzdem noch. Hab mich jetzt auch entschieden, dass ich jetzt auch im Winter schwimme. Habe ich einfach beim Hochschulsport angemeldet, gehe jetzt einmal die Woche eine Stunde schwimmen und also einfach freies Schwimmen. Da schwimme ich dann meine 1500, 2000 Meter. Und ja, ist auch cool. Und dann das Übliche, also ein bisschen Krafttraining, ein bisschen Yoga, ein bisschen Radfahren, spazieren gehen. So. Läuft alles ganz gut. Und ansonsten versuche ich jetzt so die Projekte zu Ende zu bringen, die noch offen sind. Das heißt, ich habe mit meinen Schauspielkids noch eine Aufführung am 1. Dezember. Da zeigen wir noch ein Stück. Das Familienfest heißt das. Falls jemand in Bremen ist, kommt gerne rum. Genau, ich schreibe das in die Infobox oder so. Und ja, dann bin ich noch mit meinem Film, den ich letztes Jahr, also meinen neuesten Film sozusagen, Kurzfilm, den ich letztes Jahr gedreht habe, zugange, da mit dem Schnitt beschäftigt. Und das möchte ich auch noch dieses Jahr abschließen. Zwei andere Filme haben wir schon fertiggestellt, einmal mit den Kids und dann einen anderen Film mit jungen Erwachsenen und Jugendlichen. Und da hatten wir jetzt auch Anfang September eine kleine Premiere gemacht, Teampremiere für beide Filme, das war auch schön. Und die sollen dann jetzt natürlich auch auf Festivals gehen, mal gucken, ob es klappt, ob wir da Anklang finden. Getting in Back nach wie vor läuft, ist jetzt immer noch ein paar Festivals, wo er angenommen wird. Jetzt das Neueste ist, glaube ich, in der Türkei. Und ja, das ist natürlich auch ganz toll. Da freue ich mich. Und ich habe auch tatsächlich von meinem Verleih jetzt ganz neu gehört, dass wir jetzt beim größten der größten Vertreter praktisch für Pay-TV auch mit drin sind. Und bei Amazon Prime England und USA sind wir jetzt auch gelistet. Das ist schon mal ganz nice. Genau, da kann man jetzt also unseren Film sehen. Und das war ja immer das Ziel, dass Menschen den Film sehen können. Also das freut mich sehr. Ja, und ansonsten hatte ich tatsächlich noch ein paar Projektanfragen, auch Folgeanfragen, sage ich jetzt mal. Und die habe ich jetzt erstmal alle ein bisschen abgelehnt, beziehungsweise verschoben oder auf Eis gelegt, weil ich merke, dass ich mal eine Pause brauche, also eine richtige Pause. Ich habe jetzt die letzten, 10 Jahre mindestens krass durchgepowert. Ich hatte eigentlich immer mehrere Projekte gleichzeitig laufen, immer offene Projekte, immer Sachen, die abgeschlossen werden mussten, wo man Deadlines hatte, wo man vorbereiten musste, Verantwortung getragen hat, gerade wenn man mit anderen Projekte macht oder selber produziert hat, ist es ja auch immer eine große Verantwortung. Und ich habe gemerkt, dass mich das sehr, sehr ausgezehrt hat, weil ich eigentlich nie Pause habe, also weil ich eigentlich immer dran bin, auch am Wochenende oder so. Ich habe nie Feierabend. Ich habe immer 1000 offene E-Mails und 1000 Sachen im Hinterkopf. Und es hat sich jetzt durch mehrere Umstände ein größeres Projekt von mir ja so ein bisschen zerschlagen, wo ich jetzt eigentlich wieder bei Null anfangen muss. Und da habe ich gemerkt, ich nutze die Gelegenheit jetzt und mache jetzt die Projekte noch fertig, die offen sind, und dann versuche ich mal so eine echte Pause zu machen. Ich habe ja eigentlich immer auch meinen wöchentlichen Unterricht, Einzelunterricht auch mit den Kids. Und da ist es so, dass ich tatsächlich zum nächsten Jahr hin nicht mehr das machen möchte mit dem wöchentlichen Unterricht, weil jetzt gerade im letzten Projekt sind einige dann auch relativ kurzfristig ausgestiegen, also haben aufgehört mit dem Unterricht, und dann muss man natürlich die Rollen ersetzen. Das ist alles immer viel, viel Stress. Das ist für die, die noch dabei sind, blöd. Das ist für mich blöd. Und um das so ein bisschen auch zu vermeiden bei zukünftigen Projekten, werde ich ab nächstes Jahr für die Kids und Jugendlichen nur noch Projektarbeit anbieten. Das heißt, dass es immer zwei feste Projekte im Jahr gibt über einen gewissen Zeitraum. Ich denke da an sowas wie 3 bis 4 Monate pro Projekt. Und dafür kann man sich anmelden. Und danach sozusagen ist man wieder frei und kann dann fürs nächste Projekt wieder neu entscheiden, möchte ich da mitmachen oder nicht. Und da wird es dann pro Jahr wahrscheinlich ein Theaterprojekt im weitesten Sinne geben, kann auch was mit Impro sein, und ein Projekt mit Kameraarbeit im weitesten Sinne. Und
Da ich das ab nächstes Jahr etablieren möchte, kann ich mir aber auch sozusagen ein bisschen größere Pause als nur die Ferien leisten und werde also wahrscheinlich im Januar, eventuell auch noch im Februar, gar nicht unterrichten. Und ja, werde dann die Zeit nutzen, um mal so ein bisschen sehr tief in mich reinzugehen, weil ich gemerkt habe, um mich rum ist wahnsinnig viel. Es war auch privat ja viel los. Leider auch nicht so viel Schönes, so, ohne da jetzt ins Detail gehen zu wollen, aber auch familiär und einige Dinge und dann natürlich die ganze Weltlage, also nicht, Corona und der Krieg in der Ukraine und ja, der Klimawandel und was weiß ich und so Dinge. Also ich tendiere dazu, mir das sehr alles emotional reinzuziehen und je mehr im Außen es stürmt und Tumult ist, sage ich jetzt mal, desto mehr, glaube ich, sollte man irgendwie im Inneren eine Ruhe finden. Und das will ich versuchen. Insofern ja, wird es wahrscheinlich die nächsten Wochen und Monate gar nicht so viel hier zu sehen geben. Also außer vielleicht noch mal jetzt ein Trailer von Ben und so. Und dann hoffentlich, aber irgendwann, ja, Anfang, Mitte nächsten Jahres wieder mehr. Also ich würde auch sehr gerne, ich hatte ja auch ein neues Liederprojekt eigentlich schon begonnen und das haben wir dann auch mit Corona auf Eis gelegt. Und ich merke, dass ich eine große Sehnsucht danach habe, wieder auch auf der Bühne mit Gesang zu stehen, auch mit neuem Gesang und neuen Liedern. Und ich denke, dass ich das auf jeden Fall im nächsten Jahr in Angriff nehmen werde, wenn ich wieder ein bisschen mehr Kraft und Lust habe. Ja, ich bin ein bisschen erschöpft, so von allem. Ich habe das Gefühl, dass manchmal das, was ich tue, künstlerisch und auch in so Projektarbeit, dass das zu wenig gesehen wird oder die Arbeit, die dahinter steckt, zu wenig gesehen wird. Und für mich ist es immer so, dass eine faire Bezahlung ist schön und gut, also das ist natürlich auch wichtig, aber mir persönlich ist bei künstlerischen Dingen die Anerkennung, das gesehen werden, das Wichtigste. Und irgendwie ist das so ein bisschen abhanden gekommen. Vielleicht nehme ich es auch nicht mehr so wahr oder die Leute sind alle mit sich selber sehr beschäftigt. Aber dadurch ist so nach und nach so ein bisschen meine Motivation und vielleicht auch meine Freude an den ganzen Dingen so ein bisschen weggefallen. Und ich glaube, dass ich nur die wiederfinden kann, wenn ich erstmal so ein Reset mache. Ja, das ist der Plan. Und dann hoffe ich, dass ihr alle ein wunderschönes Halloween-Wochenende habt. Heute einen schönen Halloween-Tag oder Allerheiligen oder was auch immer ihr feiert oder nicht feiert, heute auf jeden Fall einen schönen freien Tag habt, zumindest die meisten in Deutschland. Und ja, dann bleibt gesund und einen schönen Herbst. Bye bye. Mm-hmm.